Hallo Leute, heute, ihr wisst ja alle, dass ich im Trainingslager war und heute erzähle ich euch einfach vom Trainingslager. Und ja, los geht's. Also wir waren da ja von Freitag bis Sonntag, genau. Also wir haben normalerweise Sonntagstraining, also bei unserem Bottrop-Halt-Training, jetzt hatten wir halt dann halt nicht, logischerweise, weil wir ja im Trainingslager Training hatten. Auf jeden Fall sind wir Freitag losgefahren ich wurde von einer vom Tanzen mitgenommen und da sind noch Jule und eine andere vom Tanzen mitgefahren. Und ich glaube, die war bei mir um 2:45 oder so. Abendessen gab es um 17.30 Uhr, glaube ich. Boah, ich bin so fröhlich, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall waren wir dann, glaube ich, um 17 Uhr irgendwas waren wir da, glaube ich. Weil wir standen, also wir haben uns erstmal verfahren, weil, das kann ich auch mal kurz erklären, das war lustig. Also wie so eine Raststätte, nur halt, da war so McDonalds und so. Und deswegen, und ihr Navi hat gesagt, wir sollen da so reinfahren, aber wir dachten, das wäre nur eine Raststätte, deswegen sind wir daran vorbeigefahren. Auf einmal waren wir falsch und dann hatten wir 20 Minuten länger und dann standen wir noch im Stau am Ende. Und ja, deswegen kamen wir halt erst so spät an. Und dann sind wir halt da angekommen, sind in unsere Häuser gegangen, also waren immer zu 6, glaube ich, im Haus und es gab ein Trainerhaus, da hatten alle Trainer ein eigenes Zimmer, das war voll geil. Und ja, ich war mit Lena und Jule in einem Zimmer und noch Dana kennt ihr, glaube ich, auch noch von diesem See-Vlog. Ja. Selina kennt ihr auch vom See-Vlog, genau. Die ist natürlich auch noch mit uns mitgefahren, also bei Ann. Und ja, Ann kennt ihr nicht. Auf jeden Fall waren Lena, Jule, Dana, ich und dann noch zwei andere, die ihr nicht kennt. Und dann sind wir halt essen gegangen, alle zusammen um 17.30 Uhr oder so oder kurz vor 8 Uhr. Glaube ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was gab's da denn? Ich glaube, da gab's Brot mit Wurst und Käsesuppe. Die Käsesuppe ging voll klar und halt Brot, das ist halt Brot, ne? Da gab's Wurst, Erdbeerkäse, da gab's Käse, da gab's Käse und da gab's auch noch Mortadella, Salami. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall gab's da Wurst. Ist doch egal, welche. Auf jeden Fall, ja. Da haben wir da gegessen, das war eigentlich ganz okay. Also der erste Tag war ganz okay. Und dann haben wir uns aber abends noch eine Pizza bestellt. Frag nicht warum, wir haben uns einfach eine Pizza bestellt. Und dann haben wir noch eine Schnitzeljagd gemacht vorher. Ah, nee. Leute, ich komme so durcheinander. Ich muss so nach der Reihenfolge erzählen. Also wir haben gegessen, haben uns fertig gemacht und haben Training gehabt für ein paar Stunden. Ich weiß nicht, wie lange das war. Also wir hatten nur weibliche, glaube ich, an dem Tag, weil wir mussten erstmal ankommen mit unseren Hallenzeiten und so und die ganzen Maskenkacke da, das wegen Corona, die ganzen Hygiene-Sachen, damit sind wir voll durcheinander gekommen. Und ja. Dann hatten wir noch eine Schnitzeljagd, das haben wir uns dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Bei mir in der Gruppe waren, also wir sind halt, wie viele sind wir gewesen? 18 oder so? Oder ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und bei unserer Gruppe waren ich, Lena, Shirin. Ich hab die vergessen. Emily war unsere Betreuerin, die kennt ihr wahrscheinlich vom TSV, so von der Instagram-Seite, die leitete alles da so ein bisschen. Wer war denn noch bei uns? Boah, ich bin so verwirrt. Unsere Trainerin war noch bei uns. Hallo. Ich habe vergessen, wer bei uns in der Gruppe war. Auf jeden Fall musste, was unsere erste Aufgabe war, wir mussten, also die eine hatte, eine Gruppe hatte rot, die andere schwarz und wir mussten halt dann, also unsere Gruppe hatte schwarz und wir mussten dann Zettel mit so schwarzen Buchstaben suchen. Und wir waren da halt, wir haben halt länger gebraucht, weil wir letzte Zettel nicht gefunden haben. Und dann war die andere Gruppe die ganze Zeit schneller als wir. Und ja, den letzten Zettel haben wir gar nicht mehr gefunden. Da hat die Trainerin einfach gesagt, also die, nicht die Trainerin, sondern die, die das da alles organisiert hat, also Emily, die hat dann gesagt, so ja komm, ich sag euch die Buchstaben einfach, weil der ist irgendwie weg. Und dann haben wir das halt gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das Wort war. Irgendwas mit K, Krakowiak oder sowas. Heißt es so? Ich meine schon. Auf jeden Fall, ja. Die nächste Aufgabe war, ich weiß nicht, welche Reihenfolge das war. Ich bin
verwirrt. Ich sage jetzt einfach, welche Aufgaben wir alle generell hatten. Da mussten wir noch alle einen Tanz machen, der aus mindestens 5 Schritten bestehen musste. Und Lied durften wir uns auch aussuchen. Da haben wir... ich weiß nicht. Können wir den Tanz einblenden? Bestimmt, oder? Ich blende den Tanz gleich mal ein. Dieses Beate, die hatte ich auf jeden Fall. Haben wir halt so ein Lied genommen, was Stimmung gemacht hat, damit wir halt da sozusagen einen extra Punkt bekommen, aus wegen Kreativität und sowas. Ja, und ich fand unseren Tanz definitiv besser als den von den anderen. Und ja, kann ich jetzt vielleicht mal kurz einblenden oder so, weiß ich nicht. Ich muss nochmal die anderen fragen, ob das Video okay ist. Und ja, also war jetzt kein typischer Karnevalstanz, wir haben da einfach so normal, das war nicht mal normal, keine Ahnung, ihr werdet das ja sehen, wenn ich das jetzt einblende. Und ja. Da war noch eine Aufgabe, wir hatten so 2 Wasserflaschen und dann mussten wir, unsere Gruppe hat sich dann mal in so 2 Hälften aufgeteilt, die eine Hälfte stand da, die andere da, musste die erste Person anfangen, so die volle, also eine war vor einem Fall leer, mussten wir halt so umschütten und dann halt zu der anderen Person rüber, wenn wir was gemacht haben und die musste das dann auch mal und dann immer so weiter. Und wenn wir 3/4 voll hatten, dann haben wir gewonnen, sage ich jetzt mal, und dann durften wir weitergehen. Wenn wir weniger als 3/4 hatten, mussten wir nochmal von neu anfangen, aber mussten wir Gott sei Dank nicht, wir haben das geschafft. Boah, und da haben wir noch diese, wir standen unter so einer Eiche, glaube ich, oder? Und da waren diese Eichenprozessionsspinnen, Spinnerraupen-Dinger. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und die waren so gruselig. Ich habe die zum ersten Mal da gesehen. Die waren richtig groß und haarig. Und das war richtig gruselig. Und ja, da mussten wir noch so Leuchtstäbe einsammeln und daraus was formen. Wir haben einfach das Wort, den Verein TSV geformt mit den Leuchtstäben. Ach ja, da war noch eine der letzten Aufgaben, dass wir waren so in einem Kreis, mussten wir Stille Post spielen und wir haben so Wörter gesagt bekommen, so richtig schwere, lange Wörter, die wir alle nicht kannten. Also vielleicht Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Das war das erste Wort. Da könnt ihr euch vorstellen, was es auch noch für andere Wörter waren. Ich weiß die jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das erste Wort das. Und wir durften nicht halt die Abkürzung sagen, mussten es halt komplett sagen und die meisten kannten das halt nicht. Und wir mussten mindestens 3 von 4 richtig haben. Und wenn wir das nicht hatten, dann dann mussten wir nochmal von neu anfangen. Aber mussten wir nicht, weil wir hatten 3 richtig. Und das war das Einzige, was wir nicht richtig hatten. Und ja, haben wir noch eine Aufgabe? Aber auf jeden Fall, als wir das mit dem Wasser gemacht haben, da kam der, boah, das war so lustig, die haben da so angerufen, also eine vom Tanz hat so angerufen, so, hallo, ich würde gerne so 2 Pizza, diese großen, diese Pizza, ja, auf jeden Fall 2 sehr, sehr große Pizzen bestellen. Da waren die, aber die hatten nur noch bis 22:30 auf, aber die haben extra bis 11 Uhr offen gelassen, weil wir die uns dann extra noch die Pizza gebracht haben. Also haben die extra für uns überzogen, damit die uns noch die Pizza bringen können. Und ja, das war sehr, sehr nett und dann haben wir so 2 riesige Margherita-Pizzen. Und ja, das war's mit dem ersten Tag. Jetzt kommt der zweite Tag. Am zweiten Tag mussten wir um 7 Uhr aufstehen und um 8 Uhr, glaube ich, gab es Frühstück oder so. Irgendwie so, also auf jeden Fall. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir dann Frühstück. Also zum Frühstück gab es Brötchen, glaube ich. Mit Käse, Wurst, Nutella. Ja, war so Fake Nutella, also das war sowas wie Nuspli oder so eine Kacke, keine Ahnung. Diese ganzen kleinen, die man immer so in Krankenhäusern oder so kriegt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und was gab's da noch? Marmelade gab es da auch noch. Ja, und Kakao gab es auch noch. Das war sehr, sehr schön. Ja, und dann hatten wir direkt danach, glaube ich, Training. Warte, wie lange hatten wir da Training? Ich weiß das gar nicht, weil ich glaube, wir hatten 3 Stunden. Ich glaube, wir hatten 3 Stunden. Ich glaube, wir hatten erst weibliche 1,5 Stunden, dann hatten wir 1,5 Stunden Solo-Training. Also nur die Solisten halt. Also da hatten die anderen in der Zeit, wo wir Solo-Training hatten, hatten dann so einen Schmink-Workshop für die Turniere, damit die sich auch selber schminken können und so. Und ja, in der Zeit hatten wir dann halt Solo-Training. Ist sie ganz aufgeregt? Machen einmal Intro. Kannst auch gucken. Okay, Arm hoch.
Und ja, danach gab es schon Mittagessen. Das Mittagessen, das war, um ehrlich zu sein, nicht ganz so lecker. Was war das nochmal? Das war so Spätzle mit irgendwas. Das hat mir nicht so lecker. Dann haben wir einfach ein paar Leute geschickt und die haben uns dann was von McDonald's geholt. Ja, und dann haben wir alle McDonald's gegessen, da in so einem Kreis. Und ja, dann hatten wir, glaube ich, wieder Training. Da hatten wir wieder, glaube ich, 1,5 Stunden weibliche Gardetraining und dann 1,5 Stunden gemischte, meine ich. Ach nee, gar nicht, dazwischen war noch was. Dazwischen haben wir noch, haben wir wieder Gruppen aufgeteilt. Ich glaube, das waren 3 Gruppen und dann durften wir uns alle, das war voll toll. Da durften wir uns alle so ein Thema aussuchen für Showtanz. Aber ich sag die Themen jetzt nicht. Also wir durften uns alle so ein Thema aussuchen, haben wir so ein Plakat gemacht und dann haben wir so drauf geschrieben, was so unsere Idee ist und so. Und ja, die Trainer suchen sich dann, glaube ich, ein Thema davon aus. Also haben die jetzt noch nicht gemacht. Also wenn die es machen, dann würden wir uns freuen. Aber keine Ahnung, ob die eins davon nehmen, weil wir hatten sehr wilde Vorstellungen für einen Showtanz. Und ja. Dann am Abend haben wir dann einen Geburtstag nachgefeiert von einer vom Tanzen. Die heißt Vivian. Und da haben wir noch so einen Flashmob für die geübt. Ja, und es war so eine Halloween-Motto-Party. Wir wollten eigentlich erst so 90er-Motto nehmen, aber haben wir im Endeffekt doch nicht genommen und dann haben wir jetzt Halloween gemacht und ja, wir sahen alle sehr, sehr toll aus. Und am Abend haben wir auch noch gegrillt, da gab es kein Abendessen. Und ja, wir haben einen schönen Geburtstag gefeiert. Und neben uns waren so Fußballer, die waren einfach genauso lange draus wie wir. Die haben einfach mit uns gefeiert. Ja, das war schon lustig. Wir haben uns, glaube ich, alle auf dem Hof ganz gut verstanden. Und danach, den Morgen, mussten wir noch früher aufstehen, weil wir um 7.30 Uhr aus den Häusern raus mussten. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und da haben wir halt unsere Koffer in so einen Gemeinschaftsraum gestellt. Also das war so ein Raum, das war so unter der Wohnung von den Trainern, unter dem Haus von den Trainern so. Ja, da war noch so ein Gemeinschaftsraum und da haben wir dann alle so Koffer und so hingestellt. Und dann hatten wir nochmal 3 Stunden. Hatten wir dann nochmal Training und da sind wir nochmal alles durchgegangen. Ich glaube, wir haben nur 2 Stunden gemacht, ich bin mir aber nicht sicher. Sind wir nochmal weibliche gerade durchgegangen, Solisten sind wir nochmal alle einmal durchgegangen und einmal gemischte gerade. Und ja, am Ende hat unser Trainer, also Sascha, hat dann nochmal sowas gemacht. Ich weiß, das habe ich schon mal im Unterricht gemacht, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Da mussten wir uns auf den Boden legen, so auf den Boden, auf den Bauch legen und haben dann so Augen zugemacht. Hat er so eine Geschichte erzählt, sage ich jetzt mal, wie sich das so anfühlen würde, wenn wir zur deutschen Meisterschaft, zur norddeutschen Meisterschaft kommen würden und so. Hat uns da so eine schöne Geschichte erzählt und ja, das war lustig. Und dann haben wir uns am Ende noch darüber unterhalten, was wir alles gut fanden und was wir schlecht fanden im Trainingslager. Und ja, das war das Trainingslager. Ja, das war's auch mit dem Video. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Trainingslager, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Peace out.